Ist geil, ne? Da schreibt man irgendwas in seine Autorenbiografie und dann wird das übernommen. Die goldene Ananas habe ich mir ausgedacht. Aber hey, ist jetzt ein Preis, den ich gewonnen habe. Hi, moin, ich bin Hinnerk. Und ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich werde dieses Jahr 30. Ich weiß, ich sehe aus wie die Mischung aus einem Pädophilen und dem Opfer eines Pädophilen, aber es stimmt, ich werde dieses Jahr 30. Und das Ding ist, das ist komisch, weil das fing so letztes Jahr schon so an, so ich bin 29 geworden und das Erste, woran ich gemerkt habe, dass ich jetzt langsam 30 werde, ist, ich mache jetzt Geräusche, die ich vorher nicht gemacht habe. Ich bin jetzt so eine Soundbox. Ich war Weihnachten Geschenke einkaufen für meine Mutter, bin in den Laden gegangen zur Kassiererin und meinte, brrr, kalt draußen, oder? Wo kam das denn her? Wenn ich mich jetzt hinsetze, ist immer so dieses, oh, 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 der Papa muss sich einmal kurz ausruhen. Oi, 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 oi. Und wenn ich aufstehe, so, kurz auf Toilette und dann können wir auch los. Das ist krass. Insbesondere, ich habe extrem viel Respekt davor, jetzt 30 zu werden. Weil ich habe schon ein paar Freunde, die weit auch über 30 sind. Und ich habe gemerkt, die sind alle irgendwie merkwürdig geworden mit der Zeit. Die haben so irgendwie so kleine Spleens entwickelt. Ich habe so einen Kumpel, ich liebe diesen Mann, aber der weiß ich nicht. Der benutzt jetzt Fremdworte gezielt falsch. Ich glaube einfach nur, um mich abzufacken. Wir saßen im Auto und er hat mich angeguckt und meinte, hast du gestern eigentlich Markus Lanz gesehen? Das, was Christian Lindner da gesagt hat, das ist ja olfaktorisch gesehen schon falsch. Und ich war so, was? Das ist geruchstechnisch falsch oder was? So, und der ist auch Comedian, der ist ein Riesenidol von mir, der ist ein richtiges Vorbild, das ist wirklich krass. Und der fängt jetzt an, Barfußschuhe zu tragen. Ich dachte immer, Barfußschuhe, das ist für Männer über 60, die in ihrem Keller einen Raum haben, den man nur von außen aufmachen kann. Das ist für mich Barfußschuhe. Und stellt euch mal vor, da ist so ein Idol, so ein Vorbild von euch und da steht da und macht so, nee, die sind viel bequemer als normale Schuhe, Hinnerk. Sind auch gut fürs Fußbett, hat mein Fußdoktor mir gesagt. Gibt auch ein Fremdwort dafür. Pädophile nennt man die. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie so, es gibt eine Sache, auf die freue ich mich richtig doll, weil ich habe mitbekommen, Leute über 30 fangen immer mehr an Verschwörungstheorien zu glauben. Und da habe ich richtig Bock drauf. Da freue ich mich richtig drüber. Weil ich finde Verschwörungstheorien so mega geil. Ich liebe alleine die Vorstellung, was wäre, wenn ein paar von denen stimmen würden. Stell dir mal vor, morgen kommt raus, ey Leute, es stimmt, es gibt Echsenmenschen. Olaf Scholz ist ein Echsenmann, es ist einfach so. Weil ich weiß ja, wie wir damit umgehen würden in Deutschland. Wir würden die erstmal integrieren. Und dann steht man beim Edeka an der Kasse und da sitzt ein Ex-Mann. Hallo, haben Sie eine Payback-Karte? Und dann gibt's irgendwann den Dialog. Mama, Papa, ich möchte euch den vorstellen, das ist mein neuer Freund. Er heißt Schnagel, er ist ein Echsenmann und ich liebe ihn. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Du steckst deinen schuppigen Schwanz nicht in meine Tochter. Es gibt auch die Verschwörungstheorie, dass es in vielen Liedern, in den 80ern und 90ern, da sind so versteckte Botschaften drin. Wie geil wäre es denn, wenn die Botschaften nicht versteckt sind, wir haben einfach nie richtig zugehört. Und jetzt hört man sich so Songs aus den 90ern nochmal an und dann ist das so, sie weiß Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus, sie kommt Saft in die Tüte und es gab keinen Holocaust. Was? Wie bitte, Stefan? Und ich meine, ich verstehe das. Man rutscht mega schnell in eine Verschwörungstheorie ab. Ich war auch mal Teil von einer. Ich habe so eine Einladung bekommen zu einer WhatsApp-Gruppennachricht und da stand drin, hey ihr Lieben, ich feiere nächste Woche meinen 50. Geburtstag beim Portugiesen, ich habe einen Tisch reserviert, könnt ihr mir bis Freitag bitte zusagen oder absagen, liebe Grüße, eure Sabine. Ich kenne keine Sabine. Diese Frau hat eine Nummer eingespeichert und einen Zahlendreher wahrscheinlich gehabt und hat sie mir diese Nachricht geschrieben und mich zu dieser Gruppe eingeladen. Das hätte ich jetzt natürlich auflösen können, aber ich war ja jetzt auch schon eingeladen. Also habe ich dann Monika und Thomas geschrieben. Hab so einen Fuffi dazugepackt für die DeLonghi Kaffeemaschine. Dann sind wir da angekommen und da stand Sabine mega froh und war so, ey Moni, toll, dass du es geschafft hast. Und Thomas, du hast ja auch so viel zu tun und... Hey. Und ich bin mega drin aufgegangen. Ich war so, Biene, 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 Biene. Ewig nicht gesehen, Mann. Ich hab mich so gefreut, ey. Ich war ja so das letzte Mal. Was macht die Kunst? Ey, mega geil. Und den ganzen Abend saß sie da und hat immer so geguckt, so zu ihren Freunden und war immer so, wer ist das? Ich hab's auch immer noch nicht aufgelöst. Sie war jetzt auch auf meinem Geburtstag. Biene und ich sind jetzt so. Eine Freundin von ihr, nennen wir sie einfach mal Rabea. Rabea saß da und hat dann so mittendrin einmal so gesagt, wisst ihr, was mich aufregt? Dass Hollywood, die nehmen die ganzen europäischen Filme und dann machen sie ein Remake davon und das ist immer scheiße, es ist immer schlecht. So ziemlich beste Freunde. Ziemlich beste Freunde haben die jetzt nachgemacht und das ist richtig kacke, habe ich im Kino gesehen. Und ich denke mir so, Rabea, hast einen richtig guten Punkt, aber ist doch besser so rum, als wenn wir versuchen würden, mit unseren beschränkten Mitteln der deutschen Filmwirtschaft Blockbuster aus Amerika nachzumachen. Stell dir mal vor, jetzt würde sich jemand denken, ey, 8 Mile auf Deutsch, das ist es, das brauchen wir auf jeden Fall.
Till Schweiger ist ein junger Rapper aus Uerkenschwick. Dann machen sie auch den Rap nach. Oh, da ist erbrochen, ist auch so ein Pulli, ist nur die Spätzle von Mutti. Also das ist doch... Das Einzige, was ich mir gerne nochmal angucken würde, wäre eine Neuauflage von X-Faktor, das Unfassbare. Aber auch mit so einem abgehalfterten Schauspieler. So wie damals mit Jonathan Frakes, aber in Deutschland halt mit Martin Semmelrogge. Und dann gibt's auch am Ende immer dieses... Ja, meine Freunde. Steckt ein wenig Wahrheit in dieser Geschichte? Oder hat unsere Redaktion sie da an der Nase rumgeführt? Ja, der Martin Semmelrogge. Mit mir hat jeder eine schlechte Geschichte. Das ist wie Tequila. Eine letzte Geschichte noch. Immer wenn ich lange unterwegs bin, wenn ich lange auf Tour bin, habe ich meiner Freundin versprochen, wir machen vorher eine schöne Sache zusammen. Und wir waren jetzt im Wildpark. Ist jetzt nicht so mega schön, ich weiß. Aber trotzdem ist es für meine beschränkten finanziellen Mittel okay. Und ich habe mein neues Lieblingstier gefunden, nämlich das Hängebauchschwein. Weil erstmal sind die Tiere mega niedlich, aber da war auch so eine Tafel und da stand drauf, dass Hängebauchschweine bessere Nasen haben als die meisten Hunde und deswegen vermehrt zur Drogenfahndung eingesetzt werden. Alleine das Bild. Du fährst auf einem Arsch voll Marihuana über die niederländische Grenze. Dann wirst du rausgewunken von den Bullen. Du hältst an, dein Herz geht wie sonst was. Du guckst in den Seitenspiegel, ein Polizist steigt aus mit einem Schwein. An einer Leine. Und dann geht er zu dir nach vorne und klopft an die Scheibe. Ja, wir würden Hektor hier jetzt einmal durchjagen. Und insbesondere, wie geil ist es? Es ist das Bullenschwein. Also das ist doch perfekt. Vielen, vielen Dank, das war's von mir. Hier findet ihr noch zwei weitere Videos, die ihr euch angucken solltet. Ich weiß noch nicht genau, welche das sind, aber wahrscheinlich werden sie sich lohnen. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren. Das solltet ihr machen, SWR Comedy. Und die ganze Folge in der ARD Mediathek findet ihr hier. Und dann aber auch mal auf YouTube.